Wir haben eine Welt erlebt und die habe ich vor über 20 Jahren selbst noch in der Arbeitswelt erlebt. Da war es ziemlich klar, wohin die Reisen gehen. Da war es ziemlich klar, du kommst in ein Unternehmen, hast eine Job Description. Du kanntest den Markt. Du wusstest ungefähr, wie deine Player so drauf sind, ja, deine Mitbewerber, das kanntest du. Und dann haben wir durch einen technologischen Shift, der extrem schnell kam, durch große Vernetzungen in der globalen Welt, durch Globalisierung, einfach erlebt, dass die Komplexität zunimmt. Dass diese Planbarkeit einfach nicht mehr da ist. Nicht erst seit Corona, sondern auch schon davor hat man oft gesehen, dass immer mehr Führungskräfte sagen, dass die Planbarkeit gar nicht mehr möglich ist für sie alleine, das Ganze abzubilden. Und auch die Komplexitäten nehmen zu. Und dann hat man irgendwann gemerkt, naja gut, es macht doch Sinn, das Ganze auf mehrere Schultern zu verteilen. Und wir haben spätestens, ich glaube, das war mittlerweile schon über 10 Jahre, das Unternehmen Nokia hat vorgelebt, was bedeutet, wenn Diversity nicht part of the game ist. Und zwar, die waren damals Marktführer, der CEO war auf dem Cover von Forbes Magazine, sie waren die Nummer 1. Es gab keinen Mitbewerb. Sie hatten die besten Technologien, sie hatten 1 Milliarde Kunden. Und dann kam dieses iPhone. Und innerhalb von Nokia gab es unfassbar tolle Menschen, die gesagt haben, wir müssen Smartphones bauen, wir müssen das tun. Also es gab die Vielfalt, es gab die Talente, sie hatten die besten Leute der Branche. Aber sie haben nicht hingehört. Sondern die Führungsebene hat gesagt, das ist ein Computerhersteller, was wollen die uns erklären über Telefone? Und jeder Mensch will Tasten und lange Akkulaufzeiten und so weiter. Das heißt, wer sich auf Diversity nicht konzentriert, übersieht das Potenzial des Unternehmens. Und Diversity heißt jetzt nicht plötzlich, wir holen jetzt Leute mit anderer Hautfarbe rein und plötzlich lauter andere Geschlechter. Es geht darum, mal bei der bestehenden Mannschaft und Frauschaft zu schauen, was können unsere Menschen? Was sehen sie? Und der Grundgedanke bei Diversity ist immer zu verstehen, dass jeder Mensch, der mich umgibt, mindestens eine Sache weiß, sieht, fühlt oder hinterfragt, die ich nicht sehe. Und wenn ich das zulasse, dann haben wir als Unternehmen die Chance, auch innovativ zu sein. Und das war vor 20 Jahren definitiv nicht so das große Ding. Aber heute gibt es kein Unternehmen mehr, welches nicht irgendwo in einem globalen Wettbewerb steht mit anderen. Und du musst die Köpfe, die du intern hast und auch die Herzen, die du intern hast, beim Denkprozess zulassen. Sonst wirst du immer an der Welt vorbeibauen. Und das, glaube ich, können wir uns mittlerweile nicht mehr leisten.